extrem pushert gehst. Hi Leute und zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's sehr gut. Bin gut gelaunt. Mir ist nur ein bisschen warm und ich rieche unfassbar nach Döner. Ihr seht schon, ich habe ein tolles Schmuckstück an. Ich habe eine Brille an. Ist eigentlich kein Schmuckstück, ist eigentlich eher so eine Hilfe. Ich bin nämlich übel blind ohne Brille. Ja, ich hatte keinen Bock, heute Kontaktlinsen zu tragen. Deswegen, I'm sorry, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel und ich versuche nicht so zu gucken, weil das wäre ziemlich unpassend. Genau, ich lasse auch immer alles bergunter voll rollen. So, auf jeden Fall ist es Freitag, 20 Uhr. Das bedeutet ein neuer Teil TikTok-Talk für euch. Ihr wundert euch bestimmt, warum meine Schwester nicht neben mir sitzt. Soll ich dazu was sagen oder eher weniger? Lassen wir das Thema. Auf jeden Fall ist das der erste TikTok-Teil, den ich alleine für euch drehe. Es tut mir sehr leid. Wollen wir mal hoffen, dass meine Schwester im nächsten Teil wieder dabei ist? Könnt ihr mal alle mal auf Insta schreiben, dass sie nicht mehr Lappen am Zaun hat und ihren Arsch in den TikTok-Teil bewegen soll. Super. Auf jeden Fall habe ich einiges für euch rausgesucht. News, Trends, Cringe natürlich. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Video. Wir fangen selbstverständlich wie immer mit den Trends an. Beziehungsweise ich fange mit den Trends an. Und da gibt es momentan einiges von auf TikTok. Fangen wir erstmal an mit einem Trend, bei dem ich mir so dachte, da muss ich auf jeden Fall ganz dringend los. Also das ist auf jeden Fall was, was ich niemals auf TikTok hochladen würde, weil ich das so unnötig finde und weiß ich nicht. Es geht nämlich einfach darum, dass du dich als Mädchen hinstellst und dann wackelst du so mit deinem Hintern. Noch nie sowas Unnötiges erlebt, wirklich. Das ist einfach so ein dummer Trend. Und ich habe jetzt leider keinen TikTok, wo man das direkt sieht, aber ich habe hier eins, wo sich der Boyfriend dann vor das Mädchen stellt, weil er nicht will, dass das jemand sieht. Aber so, dass ihr das versteht. Den Song kann ich leider auch nicht einblenden, aber das ist einfach dieser hier. Wisst ihr Bescheid, ne? Das ist der Song. Das ist voll süß, dass er sich so davor lehnt, dass es keiner sieht. Ich mag das. Schon zu Trend Nummer 2 und ich denke, wenn du aktiv auf TikTok bist, wirst du das sowas von safe gesehen haben. Es geht nämlich wieder um unsere lieben Freunde, die Amerikaner. Frag mich manchmal schon, was meine Nachbarn von mir denken, wenn ich so rede hier mit meiner Kamera. Auf jeden Fall geht es in dem Trend einfach darum, dass die ihren Abschluss geschafft haben. Die machen den auch zu einem ganz bestimmten Song und zwar zu diesem hier. Kann ich euch leider auch nicht komplett einblenden wegen der GEMA, aber ich zeige ihn euch hier. Dieser Song. You know it, oder? Ich zeige euch mal, wie sie das jetzt hier gemacht hat. Aber ich habe das wirklich so oft gesehen, da haben so viele gemacht. Ich finde das so cool. Also wo ich das so die ersten paar Male gesehen habe, war ich schon so, also ich hatte schon so ein bisschen Gänsehaut irgendwie, weil ich das cool finde, dass die das geschafft haben und dann dieses TikTok so dazu, finde ich einfach voll süß. Kommen wir zu unserem dritten Trend. Warum hat sich dritten gerade so komisch angehört? Dritten, komisches Wort. Auf jeden Fall kommen wir zu dem Trend Nummer 3. Und hier geht es wieder so ein bisschen um das Thema Liebe. Und um das Thema Eifersucht ist auf jeden Fall was auf TikTok, was immer mal wieder sehr präsent ist. Ich glaube, das ist einfach auch sowas, was jeden Menschen interessiert irgendwie. Ich zeig's euch einfach mal. Unter dem TikTok stand, dass die sich danach extrem wehgetan haben und sich irgendwas gebrochen haben. Aber so diese, weiß ich, das ist halt einfach sowas, was immer, immer gut auf TikTok ankommt, weil das auch sowas ist, was in einem Liebesfilm zum Beispiel stattfinden könnte. Wisst ihr, so dieses, er will das Mädchen angreifen und dann kommt der Retter, so wisst ihr? Und deswegen kommt das so gut auf TikTok an oder generell wird das voll gut im Internet an, kommt das voll gut im Internet an, weil das einfach was ist, was das Mädchen so ein bisschen wünscht. Und deswegen finde ich das auch relativ cool, weil ich mir das auch wünsche. Aber ich bin hoffnungsloser Fall. Trend Nummer 4 und ich wette, den habt ihr auch schon gesehen, das ist nämlich ein neuer Tanz, den es jetzt auf TikTok gibt.
Finde ich mega cool, wirklich extrem cool. Vielleicht sollte ich mich mal damit beschäftigen und das auch mal versuchen. Aber ich würde schon so von mir sagen, ich bin kein Mensch, der gut tanzen kann. Also klar, wenn ich im Club bin oder so, dann tanze ich auch mal, ne? Aber dann habe ich meistens auch Alkohol getrunken. Vorbild und so. Weiß ich nicht. Ich war damals mal... Wisst ihr eigentlich, dass ich damals mal mit Detlef D getanzt habe? Wie funny wäre das bitte, wenn ich dieses Video finden würde? Aber das ist verschollen, als wir umgezogen sind. Aber das habe ich wirklich mal gemacht. Es gab mal so einen Workshop. Und dieser Typ, also dieser Detlef, die Soße, Detlef D, I don't know, hat wirklich dafür damals 30 Euro genommen, Leute. Ich habe 30 Euro dafür bezahlt, dass ich 2 Stunden mit dem tanzen durfte. Da dachte ich mir auch so, Bruder, ey. Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist voll cool, mit dem zu tanzen. Heute denke ich mir so, was habe ich da für eine Scheiße gemacht? Also, was daraus gelernt habe ich nicht. Besser tanzen kann ich jetzt auch nicht. Also war es eigentlich umsonst. Da hätte ich die 30 Euro auch in die Laden werfen können. Da hätte ich wenigstens so 3 Kreise dafür gesehen. Aber so macht man seine Erfahrungen, ne? Auf jeden Fall war ich da 12, glaube ich, oder so. Und dann bin ich da mit einer Freundin hin. Und ich weiß noch, diese Freundin, mit der war ich halt voll gut. Aber die hatte noch so andere Freundinnen mit denen ich halt nicht gut war, weil ich mit denen noch nicht auf einer Schule war. Also ich kannte die nicht so gut und die konnten mich, glaube ich, auch nicht leiden. Und dann habe ich mich immer so ausgeschlossen gefühlt, wisst ihr? Weil die haben sich dann zum Beispiel auch alle so dieselbe Hose gekauft. Und ich hatte nicht dieselbe Hose. Ich habe mich so ausgeschlossen gefühlt. Aber ich musste ja damit, weil ich sonst keinen anderen da hatte. Und ich wollte ja auch unbedingt dahin. Also das war echt schon uncool. Das sind alles so Kleinigkeiten, so wisst ihr. Wenn man in dem Alter ist, dann macht man sich so den Kopf darüber, man zerbricht sich so den Kopf darüber. Mittlerweile denke ich mir so, wenn mir das heute passieren würde, würde ich sagen, ciao Kakao und würde nach Hause fahren, so wisst ihr. Aber so in dem Alter siehst du und nimmst du das alles ganz anders auf irgendwie. Ja, auf jeden Fall wollen wir jetzt zum Tanztrend kommen. Mensch, Sisi. Auf jeden Fall alles, würde ich mal behaupten. Ich finde das so attraktiv, wenn Männer tanzen können. Finde ich echt cool. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir mal die Trendkategorie und springen mal zu den News. Es gibt zwar noch einige mehr Trends. Einige Trends mehr. War das Deutsch? Ich glaube, das zweite war richtig. Aber wir haben ja auch noch die nächste Woche und da werden auch einige Trends mit reingenommen. Wie zum Beispiel dieser Tanz hier. Ich glaube, wenn ihr auf TikTok unterwegs seid, dann wisst ihr, was ich meine. Ich würde sagen, wir kommen zu den News. So, die erste News, die ich für euch habe, ist etwas, was jetzt schon etwas länger her ist, aber ihr kennt bestimmt alle Noemi Nikita. Sie ist wirklich ein hübsches Mädchen, fällt ziemlich durch Clickbait auf und durch ihre extremen Push-Up-Gears. Ich judge nicht, ich stelle nur fest. Ich finde es nicht schlimm, wenn man Push-Up-BH-Trick, trage ich auch manchmal, aber ist schon krass. Anderes Level so. Aber egal, auf jeden Fall hat die jetzt einen Boyfriend, schon etwas länger und der ist auch aktiv auf TikTok. Und ich dachte, ich zeige euch das einfach mal. Ich wünsche den beiden auf jeden Fall alles Gute, viel, viel Glück. Und falls ihr es noch nicht wusstet, sie wohnt in der Schweiz. Also ich dachte auch immer, sie kommt aus Amerika, aber sie kann Deutsch. News Nummer 2, die ich für euch habe, ist, dass Lauren Gray so ein klitzekleines Problem hatte und das jetzt gelöst worden ist. Wir gucken uns erstmal das Video dazu an. Ich habe euch jetzt nicht das komplette Video gezeigt, weil es echt lange geht. Habt ihr es gemerkt? Ich konnte nicht dahin gucken. Ich kann sowas nicht sehen, da bekomme ich direkt Paranoia und Phantomschmerzen, wenn ich mir sowas anschaue. Sie hat ihre Weisheitszähne, glaube ich, rausbekommen. Gehe ich mal stark von aus. Ja, was ich jetzt sagen kann, ist, dass ich eine Weisheits-OP-Zahn... Nee, stopp. Wenn ich eine Weisheitszahn-OP hätte, dann würde ich niemals geschminkt dahin gehen, so voll glam, wisst ihr? Ich würde ungeschminkt dahin gehen, weil ich doch weiß, dass ich danach eh üble Schmerzen habe und eh nur im Bett liege. Also es Hut ab auf jeden Fall. So, und dann kommen wir zu unserer letzten News. Und das geht jetzt nicht speziell an irgendeinen TikToker oder keine Ahnung. Es geht einfach generell um das Thema Hate. Ich wollte das unbedingt nochmal in so einem Teil aufgreifen und nochmal was dazu sagen. Mir fällt es immer wieder extrem krass auf, wie viel Hate manche Menschen auf TikTok bekommen oder auch
wenn du, also man merkt das so krass, so wisst ihr, wenn jemand was Falsches, sage ich mal, hochlädt oder was anderes hochlädt, wird der direkt dafür fertig gemacht und kritisiert. Und ich finde das so scheiße, wirklich. Mir fällt es bei Melina Celine zum Beispiel auf. Ihr wisst, ich habe zu ihr kein gutes Verhältnis. Also wir verstehen uns nicht. Ich mag sie einfach nicht. Sie ist mir auch super unsympathisch. Aber wenn ich sie nicht mag, schaue ich mir keine Sachen von ihr an. Oder ich schaue es mir trotzdem an, weil es mich vielleicht interessiert, ihr Content. Ich folge jetzt sogar auch auf TikTok, weil ich ihre TikToks nicht schlecht finde. Aber ich würde da nie was hinschreiben, so von wegen, oh, du bist voll scheiße oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und sie kriegt momentan auch extrem viel Hate von wegen, was ist mit deinen Haaren? Bist du gestört? Warum trägst du die Haare so, wisst ihr? Und so fällt mir das bei so, so vielen auf. Natürlich, wenn ich mir von irgendwem TikTok anschaue, schaue ich auch mal in die Kommentare. Das ist schon so ein Ding, was man irgendwie automatisch macht. Macht ihr das auch immer? Also ich check schon immer so die Kommentare, ob so diese Top-Comments und so. Und ich finde das so scheiße, Leute. Und alle, die wirklich Hass im Internet verbreiten, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass da viele dabei sind, die das hier sehen, weil meine Community eigentlich ziemlich ehrlich ist und nicht so auf diese Hate-Züge mit aufspringt, habe ich immer das Gefühl. Aber an alle, die das sehen und Hate verbreiten im Internet, Leute, ihr könnt euch das sowas von sparen. Das ist so unnötig. Das ist so negative Zeit, die ihr einfach in eurem Leben verbraucht, die ihr gar nicht verbrauchen müsst. Ihr könntet was viel Positiveres in der Zeit machen, wisst ihr? Und auch wenn die Menschen sich das vielleicht nicht anmerken lassen, verletzt es sie im meisten Fall doch sehr, wenn man einen Hate-Kommentar bekommt. Und deswegen ist es einfach uncool, macht es nicht. Und außerdem denke ich, dass sowas auch aus Karma-Konto kommt. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Cringe der Woche. Und da habe ich wieder ein paar Sachen für euch rausgesucht. Ihr wisst, das ist so meine Lieblingskategorie, die immer ziemlich lustig ist. Fangen wir mal an mit diesem schönen Video hier. Ich rutsche mal wieder zur Seite für euch. Wo ich das gesehen habe, musste ich echt lachen. Kommt mal bitte auf so eine Idee. Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr euch auch einfach mal so hingestellt mit eurer besten Freundin oder dem besten Freund und das mal ausprobiert? Das ist so witzig. Ich finde das... ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist auf jeden Fall lustig. Dann habe ich noch ein Video für euch. Das ist aber... also eigentlich wäre das hier die falsche Kategorie, würde ich so sagen, weil ich euch einfach mal zeigen will, wie krass talentiert dieser Typ einfach ist. Also wie krass aufwendig ist dieses TikTok. Bitte schaut euch das mal an. So verdammt geil gemacht und das ist so viel Arbeit für diese paar Minuten. Na, wie lange geht das denn? Für diese 14 Sekunden, paar Minuten, ja genau, Sisi. In Mathe war ich schon immer ein Brain. Für diese 14 Sekunden da so einen krassen Aufwand zu betreiben, echt Hut ab. Ich finde das richtig, richtig cool. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zu dem letzten TikTok. Und da haben alle drunter geschrieben, oh mein Gott, ich möchte so einen Freund, der so ist. Und dann dachte ich mir so, bin ich jetzt komisch oder sind die anderen jetzt komisch? Also klar möchte ich auch einen Boyfriend, der irgendwie so eine verrückte Seite hat, weil jeder von uns hat mal seine 5 Minuten. Aber das ist schon ein bisschen sehr crazy. Oh shit! Holy moly, guacamole! Woo! Oh no! Woo! Woo! Oh no! Shit! Okay, wir können sagen, was wir wollen. Es ist schon lustig, aber es ist auch ein bisschen komisch. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Oh mein Gott. So Leute, und dann kommen wir zu dem letzten Part. Und zwar werde ich natürlich in diesem Video auch wieder jemanden grüßen. Wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest, dann schreib mir gerne deinen TikTok-Namen in die Kommentare. Aber nicht bei der Live-Premiere in die Kommentare, sondern in die richtigen Kommentare unter das YouTube-Video. Weil sonst sind die Kommentare weg und ich sehe es nicht mehr. Ich stalke in diesem Video Lilly. Erstmal grüße ich dich ganz lieb. Danke, dass du uns immer in diesen Teilen unterstützt und diese Videos schaust. Was mir direkt auffällt, ist, dass sie extrem krasse Augen hat. Die sind richtig, richtig heftig. Ich suche mir jetzt mal hier irgendein TikTok raus, was ich euch mit Ton zeigen kann. Also irgendeins, was mir hier nicht gesperrt wird von der GEMA. Okay, ich wollte einen TikTok raussuchen.
Ich zeige euch jetzt einfach das hier. Bevor wir uns dieses TikTok jetzt anschauen, will ich mal ganz kurz sagen, dass hier in den Kommentaren, also als Überschrift steht, It's just a sound. Dass ihr Bescheid wisst. Ich will nicht mehr weiterleben. This is, it's tearing me up. Oh, sad. Aber so generell finde ich deine Musical.ly's, nee, warte, das heißt nicht mehr Musical.ly, das heißt TikTok. Deine TikToks sehr, sehr cool und du hast sehr, sehr schöne Augen. So, Leute. An dieser Stelle war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, vergesst nicht, meiner Schwester auf Instagram zu schreiben und sie mal ein bisschen zu schimpfen, dass sie mal mehr für Instagram, TikTok und auch hier für YouTube mit mir gemeinsam machen soll. Sie macht, glaube ich, auch keine Instagram-Fotos mehr. Wann hat die Alte das letzte Mal was hochgeladen? Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe schon so oft gesagt, komm, lass mal rausgehen, Fotos machen. Nö, ich will krass Schule gucken, kommt dann immer. Das ist nämlich ihre Serie. Die hat das letzte Mal am 3. Juni was hochgeladen und das war das Carpool, was wir zusammen gemacht haben. Ich glaube, die will mich so ein bisschen verarschen. 3. Juni. Wir haben heute den 20. Ganz sauber kann die auch nicht sein. Was soll ich sagen? Schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich heiße da CC-YT und ich lade jeden Tag um 16 Uhr was Neues hoch. Momentan habe ich sehr, sehr viel Spaß dran, weil ihr auch sehr aktiv seid und ich merke, dass meine Bilder euch gefallen. ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bye!